So, meine Damen und Herren. Den Golf 4 wahrscheinlich. Ich kenne den irgendwoher, aber ich weiß nicht woher. Woher kenne ich das Auto nochmal, Alter? Irgendwo habe ich den. Ich habe irgendwas im Auge, Digga. Was sagt ihr? Ich sehe dann die Links nicht. Was sagt ihr, Alter? Boah, schon stark, ne? Okay. Diesel 1,9er. Jubi. Jubi Umbau dann wahrscheinlich, ne? Jubi Dings, Lippe auf jeden Fall. Dann diese Doppelblinker wie R32. Schon nicht schlecht, ne? Boah. Boah, Bruder, der ist aber anders unterwegs. Digga, habe ich den nicht kennengelernt beim Dings? Geschlossene Treffen. Barbecue bei VACP, war der nicht auch da? Habe ich da nicht mit ihm geredet? Keine Ahnung. Kenne ich ihn dadurch? Kann das sein? Ist er hier im Chat? Ach, jetzt guck mal, beste Treffen EU-West, wo der war, sag ich. Ja, beim Rockartell haben wir geredet. Ah ja, genau, das kann ich mich noch erinnern. Genau, gutes Auto. Was sagst du, geben wir dem? Also ich finde, ich kenne das Auto. Ich weiß auch, dass er gut in gutem Zustand ist. Ich würde. Boah. Jetzt will ich wissen, was. Ich habe schon meine Zahl im Kopf. Ich weiß, was ich ihm gebe. Was sagt ihr? Bruder, das Auto ist sehr, sehr stark. Das könnte dein Auto sein. Ich weiß. Bruder, wir brauchen hier nicht über ein. Gut, weil das ist Torpedo, war ich schon Tuning. Wir brauchen hier über keine 7 oder 8 sprechen, glaube ich. Also, ich gebe ihm. Wir 8 geben. Das Ding ist, ich feiere ihn. Weißt du warum? Weil er nicht irgendwie was überblendet hat mit irgendwelchen Aufklebern oder so. Er hat einen clean Golf 4 und er hat Sachen da verbaut, die du auf zweiten Blick ersiehst. Wie Doppelscheiben, Doppelblinker, hinten dieses breite Ding, Innenausstattung, diese Recaro-Innenausstattung. Ich glaube, das ist Recaro-Innenausstattung. Also ich sage, es ist eine starke 9. Nein, er schreibt auch stark nein. Aber Ja. ich würde ihm, glaube ich, eine 8 geben. Ich gebe ihm eine 9, weil alleine Viertürer, das muss ich mir erstmal trauen, da Geld rein zu Ja, investieren. das will. Xenon-Dings zum Reinigen, Reinigung, das ist schon krass. Felgen, Schiebedach, Bruder, die Ausstattung, ich gebe ihm eine 9. Camber Arms, ja, deswegen, starke 9. Jubi-Umbau, Camber Arms, etc. Ich sag mal, manchmal ist optisch weniger mehr. Er braucht keine Aufkleber, XS, Mac, Just, Deep, Kunja, Munja. Sauber, clean, gearbeitet, keine Spaltmasse, kein gar nichts. US, Stoßstange. Das sind so Sachen, die siehst du erst danach. Ja, Spiegel auch, stimmt. Guck mal, Spiegel sind beide gleich. Das sind die langen. Weil du hast ja auf der rechten Seite hast du einen kurzen Spiegel beim Golf 4. Er hat Stimmt. beide. Er hat beide lange Spiegel. Das ist alleine schon einen neuen Wert. Und das sind so Details, was ich gesagt habe. Diese Details, die du siehst Sachen, die du erst später siehst. Und sagst so, guck mal, das hat auch, guck mal, krass, das ist auch anders, weißt du? Starkes Auto. Starkes Auto. Auf jeden Fall. So, wir gehen weiter. Das ist einer aus unserer Crew. Deswegen, ich darf nicht so. Also ich werde bewerten, aber ich will erstmal eure Meinung wissen. Weil das ist schon krass. Das Auto ist. Das Auto. Der Typ hat auch einen am Helm. Innen drinne auch alles umgebaut mit Bügel, also mit Käfig, also komplett. Ne? Hier, wie heißt das? Nicht einfach nur hinten bügelt, sondern der hat gut eine ganze Zelle. Ich sag euch, dieses Auto ist geisteskrank. Also, das sind auf jeden Fall drei Teiler. Ich glaube, das war Schmidt-Felgen. War das Schmidt-Felgen oder MB? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das war MB, ne? Ja, MB Design, drei Teiler. Luft, ja, klar, ist Luft. Luft, Digitaldruck, komplettes Maxen-Paket, dreiteilige MB, dreiteilige, also ihr wisst schon, was das kostet. Cover, Lippe, innen drinne weißer Bügel, also weißer Käfig, 9 bis 9,5. Ja, bin ich dabei, Alter. Ich bin auch bei 9,5. Also wenn wir den Golf gerade eine 9 gegeben haben, gebe ich ihm eine 9,5. Aber wir geben echt viele 9,5 momentan, Digga. Nein, ehrlich, es ist wirklich eine starke 9, 9,5 auf jeden Fall. Bin auch sehr, sehr stolz, dass er bei uns im Team ist. Und guck mal, so viele Jahre ist er jetzt mit diesem Auto unterwegs. Ein paar Jahre hat er schon diese Scheißfolie. Und Ja. es ist immer ein Hingucker, Alter. Ne, ist schon nicht schlecht. Krass. Ja, schon krass, ne?
Ah, das ist von diesem einen Iron City Verlierer. oder nicht? Das ist Iron City, ja, aber wie heißt nochmal der Verlierer? Der macht nur solche Dinger. Ah, Dings Okay, da. Kratos, was ist das? Nee, nicht Marvel, DC. Mit Batman, Superman. Hier, Harley Quinn und sowas. Also ich schätze mal, das sieht aus wie Dings da. Also, Folierung finde ich geil. Nicht so meins, bin ich ehrlich. Weil, aber ihr, du stehst auch auf so einen Scheiß, ne? Auf was? Batman und so Scheiß. Also Ja. so Marvel und so, Star Kühn. Wars, ja. Star Wars, ja, aber das ist ja sowas ähnliches. Ich finde mir, das ist ein bisschen, ja, nicht zu wenig, aber so, das ist so, ist krasse Folie auf jeden Fall, ne? Aber ich hab das jetzt schon viel zu oft gesehen, deswegen bestimmt. Aber so an sich, sehr, sehr starkes Auto. Aber irgendwie kommt mir das so rüber, so, ja, du hast so diese krasse Folie drauf gemacht und Felgen und Ja, mir Luft. auch. Was ich meine? So, dass es nicht so ein Wow-Effekt hat, ne? Das so, ja, sieht geil aus, also ist halt eigentlich ein GTD, auf den Boden gelegt, Felgen. Aber das haben die anderen auch, aber bei denen ist das irgendwie, das kommt so mehr zum Vorschein. Verstehst du, was ich meine? Also gar nicht im Negativen, aber so. Ach so, Punkte. Boah. Ich gebe dem 7 Punkte. 7 von 10 ist gut. Aber guck mal, ich würde ihm auch hier eine 7 geben. Auch ohne Folie würde ich ihm eine 7 geben. Sieht sehr geil aus. Ich finde gar nicht, dass die Folie so viel ausmacht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich gut. Finde ich schönes Auto. Auf jeden Fall. Wir gehen rein in die Olga. Ist schon geil. Der kann auf jeden Fall einen guten 1,5 Zentimeter tiefer, wenn du auf Optik gehen würdest. Felgen finde ich schwierig zu einer Seite, aber cool zur anderen Seite so. Ich weiß nicht, ob die so passen. Aber eigentlich schon. Weil man muss tiefer. Aber man darf an diesem Auto auch nicht viel mehr Er schreibt, es so. sind bessere Bilder, gibt's auch. Wo denn? Das würde ich wegmachen. Also ich gebe diesem Auto eine solide. Ich gebe dem eine 7,5. Ja? Ja. Ich bin ein bisschen niedriger. Ehrlich? Ich gebe ihm eine 7,5, weil ich weiß, dass es anstrengend ist, so ein Auto zu pflegen, Alter. W12, Aber wir gehen ne? nicht auf Anstrengung wegen Pflege, wir gehen Doch, weil das auf Gesamtpaket muss Umbau. passen. Ja, der Umbau ist doch. Da findest du wirklich eine Ja, 7,5. Was willst du denn noch machen? Willst du Flügel hinten draufknallen? Du kannst andere Rückleuchten. Du kannst dann in diesem Auto nichts machen. Du kannst das Auto auf den Boden legen, fette Felgen drauf, fertig. Keine schwarzen Scheiben, gar nichts. Noch keine schwarzen Sah Scheiben. das scheiße aus. Wir sind hier nicht in Russland, Alter. Auch das, dass er den Grill silber gelassen hat. Der hat recht. Man darf das nicht machen, Digga. Oder irgendwelche LED-Standlichtbirnen rein. Nein. Halogen, gelb, Da die auch Alter. gerade da gewechselt hat. Hammer. Hammer. Ja, irgendwann, Freunde, ne? Irgendwann, wenn wir so richtig erfolgreich sind bei Twitch und so, stellt ihr vor, schnell, was passiert. Ihr wart einfach die Ersten, so, die dabei waren. Ha, kann man, ich mache euch alle Moderatoren, sage ich ehrlich. Ich kenne das Auto. Das Auto war bei uns auf tiefem Hof. Da. Muss es denn überhaupt? Eine 7,5. Ich gebe mir eine 7,5. Ich glaube, 7,5 ist fair, ne? Egal, scheiße, wir bestellen eh nicht, Digga. Das dauert viel zu lange. Mit Jakobs Jensen, Alter, war besser. Was war noch 7,5? Gute Frage, Digga. Gute Frage. Flow 693, den hatten wir aber schon, ne? Nico R S3. Gib mal ein, bitte. Nico S3. Warte. Ja, geiles Auto, ne? Guck mal, ich wollte gerade, gut, dass ich ihn bestellt habe, Digga. Ich will bestellen, der haut ab, Alter. Also. Boah, schon geil. Eigentlich mag ich das nicht, wenn Audi-Zeichen weg sind, aber bei dem ist geil. Muss ich sagen. Wirklich. Auch geile Kombination. Blau und dieses Grün. Richtig schön. Das Auto steht richtig gut da, ehrlich. Sieht schon stark aus. Boah, eine schöne Limo, geile Farbe. Ja, Mann. Muss ich auch sagen. Ist echt ein wunderschönes Auto.
Ein wunderschönes Auto. Auch mit der Farbe und so. Auch mit diesem, mit dem gelben hier. Das passt eins so. Also es passt super. Das passt echt super. Ich gebe dem Auto. Ich kenne das Auto auch. Ja, schon stark, ne? Oh, beste Treffen in West ist angefahren, sage ich. Was geben wir dem Auto? Also ich gebe dem. Ja, stark, finde ich auch. Ich würde ihm eine 9 von 10 geben. Oh, da 9. hat mich Eine zurechtfahren, da 9. muss ich den schon. Eine 9. Würde ich sagen. Oder? 9 von 10. Ja, finde ich auch. Ein sehr starkes Auto, wirklich. Ein sehr starkes Auto. Ja. Ja, doch. Richtig geil. War auch schon oft auf unseren Treffen. Immer herzlich eingeladen. Sieht sehr gut aus.